So, liebe Leute, willkommen zurück bei Pillars of Eternity. Und Ja. ich habe mich jetzt entschieden. Und zwar gehen wir erstmal wieder nach oben und gucken mal unsere Ausrüstung an, beziehungsweise verkaufen. Das machen wir auch mal in Goldtal, weil es kann ruhig noch ein bisschen Zeit vergehen, weil dann können wir vielleicht nochmal andere Sachen hier bauen. Dann ist der Thronsaal ausgebaut. Und wir kommen wieder, wenn hier ein bisschen stärker sind. Wir haben, glaube ich, nur noch einen Platz frei für ein Partiemitglied. Glaube ich, oder? Ja, sechs könnte es sein, ne? Wenn ich mich nicht ganz irre. So, dann gehen wir mal hier hoch. Alle mal hierher. Schneller, schneller! Dann schauen wir mal. Dann gehen wir nach Goldtal. In die Taverne. Oder ich gucke gleich nochmal in das Menü, ob wir hier irgendwie mal Leute herlocken können. Wäre idealst. Oder so. Wieso habe ich hier immer das Windows-Ladezeichen? Sieht mir immer gefährlich aus. Gefährlich. Jetzt geht's. So, da sind wir gleich nach. Ja, mal gucken, ob wir hier von hier aus gleich nach Trotzbucht reisen können. Glaube ich aber eher weniger. Weltkarte. Na, hier in die Waldendebene. Aber das könnten wir ja dann natürlich auch machen. Und dann müssen wir gar nicht mehr nach Goldtal zurückreisen, sondern können da gleich hin. Sag mal, war das eigentlich schon die ganze Karte? So viel ist es jetzt nicht, ne? Ja, okay. Ja, okay. Ist jetzt ja schon vom Umfang her relativ viel. Na, reisen wir mal in die. Hier sind auch 1, 2, 3, 4, 5. Wieso können wir eigentlich da nicht über die Brücke reisen? Wer weiß schon. Wer weiß das schon? Gut. Ja, dann reisen wir mal hier in die 18 Stunden. Gerastet haben wir ja, annehmen. Reisen wir da mal hin. Schauen wir mal. Dann gehen wir nach Trutzbucht und dann können wir ja gucken, warum ist mein PC gerade so laut. Können wir das mal mehr verraten? So. Schneller Modus aktiv. Nein. Gemütlicher Reisemodus aktiv, bitte. Was ist das hier? Oh, ich hasse das, ne? Dann immer hier mein Forscherdrang. Ist hier irgendwas? Ein Grab. Ach nee, da kann man wieder nur die Baker-Namen lesen. Gucken, ob hier auf dem Weg was passiert. Wahrscheinlich, na, betretet nicht. Wahrscheinlich dürfen wir gar nicht rein. Irgendwas ist doch da jetzt wieder. Immer in Rollenspielen. Geschlossen wegen Seuche oder. Ach, was weiß ich. Da steht jemand. Sagani. Was stand jetzt hier? Nördlich von Kaer Nguyen, westlich von Trutzbucht. Ja, die labert uns bestimmt gleich Hush, mal. Itumak. We'll just wait a little longer. Und was will sie jetzt hier? Sagani, eine mit Fell und Leder bekleidete Zwergenfrau, lehnt sich gegen den Wegweiser. Ihr Gesicht ist nach unten gerichtet, ihre Augen werden von einem dicken Streifen Gesichtsfarbe verdunkelt. Ja, hier, das wird wohl der hier sein. Mit einem Messer mit Waldrosszahngriff schärft sie eine knöcherne Pfeilspitze. Ihre Aufmerksamkeit aber gilt einem Bärfigürchen zwischen ihren Füßen. Hä? Was ist ein Bärfigürchen? Ein bei ihren Fersen stehender großer Fuchs mit weißem Fell schaut auf, als du dich näherst. Easy, Itumak. It's not him. Auf wen wartest du? Short version? I'm looking for a very, very old friend. I'm not sure what skin he's wearing now, but I'll know him when I see him. Aha. Ja,
Dein Freund soll sich hier mit dir treffen? That's what I heard. Of course, the man who told me so was carrying a staff he claimed was made from dragon bone. But I know Whitewood when I see it. That should have been my first clue. But I had to try something. Okay, nochmal. Was hat dieser Freund Fremde mit deinem Freund zu tun? Was ausprobieren? Von was sprichst du the genau? Long version. Here we go. Oh. I'm from an island to the far south called Nausitaok. I came here looking for a village elder, a man we knew as Persok. I'm a hunter back home, so tracking someone wouldn't normally be a problem. But Persok's trail is cold, to say the least. Warum kannst du ihn nicht finden? Von deinem Volk sollte es im Dürrwald ja nicht so viele geben. Wie lange suchst du schon nach Persok? Er starb, als ich noch ein junges Mädchen war. Den Teil habe ich nicht erwähnt, oder? Hä? Ich suche nach seiner letzten Reinkarnation, was so ziemlich jeder sein könnte. Wie lange suchst du schon auf Persok? Ihre bemalte Stirn senkt sich und ihr kompakter, muskulöser Körper, muskulär? Was ist denn? Kenne ich nicht. Okay, muskulärer Körper sackt für einen kurzen Augenblick zusammen. 5 Jahre, ach du Scheiße. Also hast du 5 Jahre nach einem Fremden gesucht, an den du dich kaum erinnern kannst. Wie sollte ihn jetzt noch jemand finden? That about sums it up. Das fasst es grob zusammen. Da muss es eine wichtige Aufgabe sein. Ich weiß tatsächlich, wie du dich fühlst. Then you have my sympathies. Hopefully you've got a better lead than I do. Wie passt dieses Figürchen da hinein? Sie wischt das Figürchen an ihrer Hose ab und hält es in ihren kleinen, flachen Handfläche. Ist sie so klein? Ja, die ist so zwergig, ne? Ja. Das Figürchen ist glatt und rund und hat die Form eines Bären. Das polierte Adra ist durch Abnutzung entlang seines gewölbten Rückens und seines eiförmigen Gesäßes matt geworden. Das Innere des Figürchens leuchtet sanft. Cute, isn't it? It belonged to Persok. Before he returned to the wheel, he left a splinter of his soul in it. Something to help us find him later. Als sie es dir hinhält, spürst du schwache Empfindungen. Keine echten Erinnerungen, aber Spuren von jemandem. When I left Nausitaok, it was completely dark inside. But as I've gotten closer to Persok, it's glowed steadily brighter. Since I've reached the Deerwood, however, it's gotten hard to read. Some days it flickers and goes dark. Others it shines nice and bright. For a few hours. But most of the time it looks just like this. Soll ich sie mir mal ansehen? Überlege gerade. Was tust du jetzt? I can tell you what I won't do again. Rely on miracle peddlers. It was some so-called watcher who sent me to this crossroads in the middle of nowhere in the first place. Ach du Scheiße, ein Wächter hat sie hergeschickt. I was on my way out of the Balmarsh when I heard talk of a traveling mystic who could supposedly see souls. I knew it was a long shot, but what did I have to lose? I went to see this fellow and gave him the Audra figurine. He made a big show of moaning and rolling his eyes, and after I'd given him 5 golden dukes to lift the shroud, he told me to seek the crossroads in the field between the wolf's lair and the twining trees. Und weiter? He thought he was being vague, but I know the area well enough to recognize that he meant this place, right between Defiance Bay and Twin Elms. I had a bad taste in my mouth. But my coin was spent and I'd already left an arrow in his knapsack as a friendly warning. Told him I'd come back and leave him with another if it turned out he was giving me the runaround. I've been here a week now. Guess he had the last laugh after all. Kann ich das Figürchen mal sehen? Why? Ich möchte es mir nur genau ansehen. But if you try to run, just remember that my arrows are faster. Okay. Sie beobachtet skeptisch, aber neugierig, wie du es untersuchst. Du hebst den Adrabär hoch und hältst ihn gegen das Licht. Als deine Augen einen winzigen, schimmernden Kratzer entdecken,
beginnt die Landschaft um dich herum hinweg zu schmelzen. Scheiße, wir haben nicht genug Wahrnehmung. Du stehst auf einer Klippe über dem Meer und siehst durch Augen, die nicht deine eigenen sind. Du nimmst den Geruch von Biestern und frischen Geruch verfallener Vegetation auf und dein Herz schlägt ein bisschen schneller als sonst. Hier oben musst du aufpassen, wohin du gehst. Du blickst gerade lang genug hinunter, um die scharfen, blassen Klippen hunderte Meter weiter unten im Meer tauchen zu sehen. Ich habe eine Vision von Klippen über dem Meer. Kommt dir das bekannt vor? Auf deine Frage erntest du nur Achselzucken und Schweigen. Ja, das andere reicht leider, die Voraussetzung nicht. Ich habe es! What are you talking about? What just happened? Ich bin ein echter Wächter. Sie blinzelt dich ein paar Mal nachdenklich an. Wenn du gesehen hättest, wie er tote Dinge anstarrt, dann wüsstest du, dass er es ernst meint. You realize I've got no coin to give you, even if I did believe you. Komm mit mir, ich habe noch andere Dinge in der Gegend zu erledigen und wir können unterwegs nach Parsok suchen. If this is your idea of a joke, you may be stuck with me for a while. Lead the way. Ja, sie steckt das, die kommt mit jetzt. Ja, fantastisch. Ja. Und wieder eine Quest. Dann müssen wir mal hier unser Dingens anpassen. Eigene Formation. Kann ich hier nicht bearbeiten? Ach ja, so. So war das. So, ho, ho. Ihn in die Mitte. Wölfchen und Bärchen dahin. Also Alot sollte nach hinten. Ja, oder so. So ist auch gut. So ist es, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ja, oder wir gehen. So könnte man auch machen. So könnten wir auch gehen. Das wäre auch möglich. Ich hätte ja auch lieber, wenn ich ehrlich bin. So, Alot. Dorians in der Mitte. Eigentlich Wumpe. Ah, doch, so sieht das doch ganz sinnig aus. Ja, was wollte ich denn sagen? Weiß ich gar nicht mehr. So überrascht hier. Achso, ich hätte lieber einen Tank. Tank wäre geil gewesen. Aber hey. Alles gut. So. Die Edelwannbrücke. Gehen wir da nochmal hin. 4 Stunden. Ach, was kostet die Welt? Gehen wir nochmal zur Edelwannbrücke. Ja, wir haben so viele Quests, ey. Oh, die Musik ist cool. Ach, das sind wieder nur diese. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber diese Seelengeschichten, die man da lesen kann. Gemeiner? Wieso ist der gemein? Das sind nur kurz, was heißt nur? Ist ja auch nett. Das sind Kurzgeschichten, die Namen gehören auch, glaube ich, zu denen. Zoran, Zenius, Kavik und so eine Faxen. Die Baker geschrieben haben, die durften dann eine Geschichte dazu beisteuern. Und da gab es auch irgendwie. Ach, das war's schon. Wir kommen in Trutzbucht, aber übernimm dich in unserer Stadt. Ja, okay, alles klar. Der Kupferweg.
Dann gehen wir nochmal den Kupferweg. 15 Minuten, ja, das geht ja. Die Geschichten haben die Baker geschrieben und da gab es irgendwie Ärger, weil da irgend so eine Geschichte, irgendwas mit Transgender und ach, was weiß ich nicht alles. Auch alle nicht mal alle Latten am Zaun, die Leute. Defiance Bay. Oh, Trutzbuch. The city at the heart of the Deerwoods Revolution now seems on the brink of another. Refugees line the streets, homeless and hungry, displaced by Whitewind's legacy, hoping for relief within the city walls and finding none. Dissidents congregate to protest and to heckle, calling for an end to Enomancy and the ouster of their duke. The city's militiamen cast fearful looks as they patrol the streets, their hands trembling at the hilts of their weapons. The capital of a country that had not long ago incinerated a god now appears to be a spark away from sharing the deity's fate. Cool. Und wir haben das erste Kapitel damit abgeschlossen. Stand bei mir unten gerade als Steam Achievement. Das habt ihr, glaube ich, nicht gesehen. Oh, so noch 30 Folgen knapp. Das erste Kapitel. Das ist schon nicht schlecht, würde ich mal behaupten. So, dann schauen wir uns mal um. Ob es hier sowas gibt wie ein... Ah, hier. Fuchs und Gans, Marktplatz... Brunigshaus, Weltkarte, Expeditionshalle von Admits Lager, klingt ja cool, Katakomben, super, Urfeuer, die Halle der aufgedeckten Geheimnisse, Schreiberschlafsaal, na, Fisch und Ganzes hört sich doch für mich schon mal nach... Aber der Duke und seine Lakaien... Von den Schmerz dürfen wir zulassen, dass diese... Who the fuck is he? Rovan. Nein. Rovan schreit hier rum. Ja, Rovan soll ja erstmal ruhig noch ein bisschen rumschreien. Nieder mit der Beseelung. Ja, das denke ich mir doch auch immer. Ist es eine Taverne? Das Fuchs und Gans. Ja, das scheint mir ein Inn zu sein. Gehen wir mal rein. Schauen wir mal. Können wir vielleicht dann da auch übernachten oder gegebenenfalls unsere Campfires befüllen. Ah! Oh Gott, der eine sieht aus wie Son Goku hier unten rechts. Mhm. Wie das aussieht, durften die Leute ihre Dings auch selbst... Willkommen, Fuchs und Gans! Ja! Yeah. So, ho. Söldner. Schauspieler. Stammgast. Ja, das sind alles so eine... Der Geier, ja. Leibwächter, Gemeiner, Edelmann. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir waren hinterm Tresen, bla bla bla. Kommst du zum Trinken? Oh, kann ich hier bei dem gar nichts verkaufen? Ah, doch. Gar nicht. Campfire hat er noch 2. Aber ich kann jetzt gar nicht sehen, wie viel ich noch habe. Ne? Naja, verkaufen wir erstmal. Ein Xaurib Kampfstab. Weg damit. Ey, die ganzen blöden Scheiß-Drecksschilde. Weg damit. Alles, was... Begleiter, ja, den... Den will ich nochmal... Intellekt plus 2, das ist der normale... Drecksbogen. Intellekt plus 2. So, hier, das können wir auch verkaufen. Ein Enterhaken, den haben wir, hat uns ja schon gute Dienste geleistet, der Enterhaken. Intellekt plus 2. Fleisch, Getreide, das können wir alles nochmal behalten. Die Kutte kann auch weg. So. Ich glaube, eins können wir nehmen. Dann können wir das erstmal handeln. So. Dann können wir hier noch das hier wegballern. Brauchen wir nicht. Ja, das hatte ich ja gesagt, behalte ich mal. Ist ja auch noch nicht so viel von da. Gut, handeln. Abenteurer, Gruppenverwaltung. Keine Gefährten.
Ah, hier könnten wir jetzt, wenn wir noch mehr hätten. Ja, okay. Könnten wir die mitnehmen. Vielleicht finden wir ja noch einen Tank. Das ist ja gar nicht so schlecht. So, jetzt gucken wir mal in unser Inventar. Und schauen mal, was wir hier haben. Wir haben hier einen schicken... Tapferkeit plus 5. Reflexe plus 5 und Wille plus 5. Gut. Ist ja schon mal nicht verkehrt. Und was war das hier? Ach, das war dieser Eutrach. Eutriach. So. Schaden, das ist Stich. Geschwindigkeit schnell. Stilett. Ne, 15 gegen Abwehr. Eigenschaften. Entziehend. Beschädigend 1. Umwandlung leichter Treffer zu. Da bin ich mir jetzt aber unsicher. Ich glaube, das Ding ist besser, was er da hat. Was hat sie denn hier? Ach, sie hat schon einen besseren Bogen. Einen guten Jagdbogen hat sie. Naja, sehr gut. Und hier trägt sie einen guten Dolch. Obwohl, da könnte sie ja eventuell das Stilett, das scheint mir ja auch ein Dolch zu sein, tragen. Und ein gutes Kriegsbeil. Überlege ich gerade. Schaden. Eigenschaft präzise gut. Störend gut. Und dann können wir das hier in unser Dingensbummens packen. Gerechtigkeit. Ach, das war das zweihändige Ding. Okay, alles klar. Einen richtigen Krieger haben wir nicht, ne? Er mit seiner komischen Donnerbüchse. Ach so, ja. Aber er hatte auch ein Schwert als Zweitwaffe. Ach, wir können auch schon Drittwaffen geben. Das ist ja sehr gut. Aber was ist denn hier mit dieser Pistole gewesen? Schaden, 28 bis 42 Stich. Okay, alles klar. Keule einhändig, schmetternd, Schaden, präzise gut, alles klar. Ja, nee. Nee, 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 nee. So, ach, nee, Arnold, was war das hier? Schwache Regeneration. Plus 29,7 Ausdauer über 12 Sekunden. Ist ja gar nicht so schlecht. Hier, Meister Eder. Kann das nehmen. Hier, dass er auch mal hier so ein bisschen was zu futtern hat. Der Gute. So, und was war das? Plus Abwehr. Bis Schaden. Mhm. Okay. Das sollte dann vielleicht auch Eder nehmen. Mal ins Fleisch wieder anders geben. So, wieso hat er denn noch keine Dreier? Sie auch noch nicht. Okay. Dann ist das so. Ja, wir haben vier Dinger, haben wir hier unten steht's ja. Benötigt Wissen 2. Hat er ja. Ein Zepter. Hatten wir nicht gute Zepter bekommen? Ah, hier ein gutes Zepter. Arlott. Was ist da los? Zepter, bla bla bla. Ja, das macht mehr Schaden. Gegen Basis, ja, ja, ja. Eigenschaften gut. Genauigkeit plus 4 Schaden. Ja, super. Super. Das können wir jetzt gleich nochmal verkaufen. So, können wir hier den Begleiter irgendwo reinsetzen? Hier so einen kleinen Drachenbegleiter. Das ist auch schön. Das finde ich gut. Was ist das für ein Trank? Bewegungsgeschwindigkeit für 30 Sekunden. Ja, okay, das kann hier die Louis mal nehmen. Wenn der irgendwelche Leute anschießt oder so, dann ist das vielleicht nicht schlecht. So, was hat er das jetzt hier? Tapferkeit, Wille und schieß mich tot. Gut. Und das kommt auf den Umhangsplatz. Ja. Ja, jetzt ist das zwar nicht mehr so dieser geile grüne Umhang mit dem Dings, aber scheiß drauf. Das sieht schön aus. Finde ich. Ah,
So. So, dann mache ich mal hier einen neuen Speicherstand auf. Zack. Und dann gucke ich mal. Ups, Entschuldigung. Ja, Leute. Dann machen wir jetzt hier einen Cut. Ach so, oh, wo ist es denn? Komme ich gar nicht mehr zurück ins Spiel. Doch, hier. Dann machen wir jetzt hier einen Cut. Und in der nächsten Folge werden wir mal gucken. Dann erkunden wir mal ein bisschen Trutzbucht und gucken mal, wo die Bibliothek ist, wo wir suchen müssen. Beziehungsweise ich gucke gleich mal nochmal mit euch zusammen in unser Journal-Tagebuch und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. In diesem Sinne, Main bleiben, Daumen da lassen und bis dann. Tschüss.